Ich lege einfach mal los, auch wenn der ein oder andere dann vielleicht noch dazukommt. Ja, ich sage herzlich willkommen zu unserem ersten Energate Web Talk. Und genau in diesem Moment stößt auch Thomas Bareis zu uns. Herr Bareis, herzlich willkommen. Sie kommen genau perfekt. Ich sehe an Ihrem Nicken, dass Sie mich hören können. Das ist schon mal gut. Ich bin gerade dabei, unsere Zuschauer zu begrüßen zu unserem ersten Energate Web Talk. Wir spüren die Veränderung in der Zeit der Corona-Krise. Wir sind es auch als Journalisten gewohnt, viel in Berlin auf Veranstaltungen zu sein. Das fällt momentan aus. Insofern haben auch wir die Idee entworfen, den Dialog mit den verschiedenen Akteuren im Energiemarkt weiter aufrechtzuerhalten und dazu eine Serie zu starten, uns immer wieder mit verschiedenen Gesprächspartnern auszutauschen. Heute das erste Mal. Wir hoffen, es klappt alles. Sie sind hoffentlich ohne größere Schwierigkeiten zu uns gekommen. Wenn nicht, sehen Sie es uns nach. Es ist unser Erstlingswerk. Heute unser Thema heißt Konjunkturprogramme mit mehr oder weniger Klimaschutz. Die Corona-Krise hat der Wirtschaft einen heftigen und vor allem unerwarteten Schlag verpasst. Viele Branchen haben einen enormen Einbruch erlitten. Wie groß dieser ist, ist vielleicht noch gar nicht richtig absehbar. Die Bundesregierung geht nach aktuellen Zahlen davon aus, dass die Wirtschaftsleistung dieses Jahr um rund 6% oder über 6% einbricht. Ich habe heute noch mal eine aktuelle Zahl gesehen, da ist schon von über 7% die Rede. Also es ist klar, da kommt was Heftiges auf uns zu. Gegengesteuert wird über Konjunkturprogramme, über milliardenschwere Konjunkturprogramme. Und die Frage, die wir heute gemeinsam diskutieren wollen, ist natürlich, welche Rolle kann der Klimaschutz im Rahmen solcher Konjunkturprogramme spielen? Und darüber wollen wir diskutieren mit Thomas Bareis. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Sie sind viel gefragt momentan. Sie sind seit 2005 Bundestagsabgeordneter für die CDU. Sie waren lange Jahre Koordinator und Beauftragter für Energiepolitik. Seit 2018 parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und dort für Energie zuständig, unser Thema, aber auch für Mittelstand und Tourismus. Und glaube ich, gerade in der letzten Funktion haben wir Sie in den letzten Tagen sehr häufig gesehen. Da stehen Sie mitten im Fokus der aktuellen Debatte, auch wenn wir heute mit Ihnen über andere Themen diskutieren wollen. Schön, dass Sie dabei sind. Das gilt auch für Stefan Dohler, als Vorstandsvorsitzender der EWE AG in Oldenburg, ein großer Regionalversorger in Ostdeutschland. Seit 2018 ist Herr Dohler dort der Vorstandsvorsitzende. Davor war er viele Jahre im Vattenfall-Konzern und dessen Vorgänger HEW in Hamburg tätig, zuletzt als Finanzvorstand bei Vattenfall. Und wir begrüßen Dr. Patrick Reichen, auch den meisten Zuhörern vermute ich bekannt. Er ist seit 2012 bei Agora Energiewende, dem energiewirtschaftlichen Think Tank mit Sitz in Berlin, seit 2014 dort Direktor. Und davor war Herr Greichen viele Jahre im Bundesumweltministerium tätig, zuletzt als Referatsleiter Energiepolitik und Klimapolitik. Mein Name ist Christian Silos, das können Sie sehen und lesen. Ich bin Chefredakteur bei Energate und an meiner Seite ist Carsten Wiedemann, unser Redaktionsleiter im Berliner Büro, wo er auch gerade sitzt und ich sitze im Homeoffice. Also auch wir haben uns aufgeteilt. Wir möchten auch Ihnen die Möglichkeit bieten, sich mit Fragen an unserer Diskussionsrunde zu beteiligen. Nutzen Sie dazu bitte das F&A-Modul, das Sie unten sehen, also nicht unbedingt den Chat, sondern F&A. Ich werde die Gelegenheit später nutzen, um reinzugucken und dann gegebenenfalls einzelne Fragen dann auch vorzutragen. Aber die erste Frage gebührt meinem Kollegen Carsten Wiedemann aus unserem Berliner Büro. Ja, danke schön und auch nochmal herzlich willkommen von meiner Seite auf diesem Wege. Dann steigen wir doch direkt ein mit einer ganz allgemeinen Frage an Sie, Herr Bareis. Kann man überhaupt schon abschätzen, was da an wirtschaftlichen Schäden
auf uns zurollt durch die Corona-Pandemie. Kann man das auf einen Punkt bringen, was wir da erwarten müssen? Also es gibt ja viele Horrormeldungen, Abschätzungen, aber womit rechnet die Bundesregierung? Ja, zum herzlichen Willkommen von meiner Seite aus. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf und bei dieser Premiere auch ein Stück beitragen darf. Und ich freue mich auch zweitens, dass ich mal neben den ganzen Themen Tourismus und Corona-Krise und so auch mal ein schwerpunktmäßiges anderes Thema nochmal bearbeiten darf, nämlich die Energie, hier nicht ganz aus dem Auge verloren werden darf. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir auch das Tagesgeschäft hier wirklich Stück für Stück auch abarbeiten und da auch, sage ich mal, auch dafür sorgen, dass uns andere große Projekte, die uns wichtig sind, auch weiter auch vorangehen. Ja, die Krise in der Tat ist natürlich dramatisch, sage ich mal, eine riesen Herausforderung, nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt. Und ich glaube, dass wir heute noch gar nicht abschätzen können, wie stark wir auch davon betroffen sein werden. Wir haben eine Wirtschaft, die sehr global ja auch vernetzt ist, die ja auch sehr exportorientiert ist, auch importorientiert ist im Übrigen auch. Und insofern natürlich, wir sind von den Entwicklungen der Welt in besonderer Weise abhängig. Und für uns als Politik ist es etwas Neues insofern, dass wir ja eigentlich uns in einem Terrain bewegen, wo wir noch gar nicht richtig abschätzen können, was die nächsten Wochen passiert. Wir tasten uns ja Stück für Stück voran, versuchen Dinge zu lösen und auch jetzt den Lockerungen der Maßnahmen auch wieder ins normale Leben zurückzubringen. Aber das ist ja auch nur, sagen wir, ein langsames, mit viel Mut auch vorsichtiges Vorangehen. Und ich hoffe, dass auch die Dinge, die wir jetzt aufgemacht haben, wieder, die gelockert wurden, auch dann funktionieren und damit auch die Pandemie weiter auch im Schach gehalten wird. Und hoffen dann auch, dass wir bald ein Medikament haben, auch einen Impfstoff haben, sodass wir dann auch wirklich auch bis, sagen wir, wieder zum normalen Leben zurückkommen, sage ich mal auch. Das ist, denke ich mal, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil viele Bereiche werden einfach noch sehr stark von der Pandemie und auch von dem Virus betroffen sein. Und deshalb hoffe ich, jetzt mal, in diesem Jahr wird es natürlich einen starken Einstieg geben. Die -6%, die genannt worden sind, wurden ja auch von der Frühjahrsprognose auch von unserer Seite aus so geteilt. Für das nächste Jahr haben wir auch wieder ein Plus von 5,4% prognostiziert. Das heißt, auch da hoffen wir wieder, wenn es wieder anspringt, dass auch wirklich dann auch unsere Wirtschaft wieder auch wächst und wir dann wieder auch, aufs alte Niveau zurückkommen und damit auch wieder Sicherheit besteht, Beschäftigte, Unternehmen. Und das ist, glaube ich, was ganz, ganz wichtig ist. Und dazu brauchen wir jetzt ein Gesamtpaket, um die, sagen wir, die Wirtschaft durchzukriegen durch diese Krise, aber dann auch wieder aus der Krise rauszuholen. Und wenn wir es richtig machen, zeigt auch die Krise 2008, 2009, dann schaffen wir es vielleicht auch so, dass wir mit einem blauen Auge davonkommen. Es wird jetzt sehr viel Geld ausgegeben derzeit, auch sehr viel Geld bereitgestellt. Aber ich glaube, wenn wir es richtig machen, wird sich das auch dann tragen und wird dann auch relativ schnell auch wieder zu einem positiven Effekt dann in der Wirtschaft auch führen. Und hoffentlich werden dann auch viele Unternehmen auch dann weiter dann auch in der Altstärke auch wieder dann mitmachen können. Bevor wir gleich auf sozusagen konkrete Maßnahmen, also Pakete kommen, da wird Herr Greichen uns ja sozusagen nochmal die Ideen der Agora vorstellen. Herr Altmaier sagte gestern bei einer Pressekonferenz, dass er sich auch dafür einsetzt, dass das Konjunkturpaket, was ja so lose für Juni angekündigt ist, dass da eben auch Impulse für Energie- und Klimapolitik dezidiert drin sein sollen. Lässt sich da schon jetzt was sagen, was das sein könnte von Ihrer Seite aus, oder ist das noch sozusagen nicht so ganz festgezurrt? Also, ich meine, die letzten Jahre waren immer davon getragen, dass wir im Bereich Klima und Energie ja sehr viel gemacht haben. Und da ist sicherlich auch, dass wir, sagen wir mal, ja auch weiter an den Zielen ja auch festhalten. Die Ziele sind weiterhin sehr ambitioniert. Und ich denke, dass wir auch durch das Klima, das Konjunkturpaket und all diese Impulse, die wir dann auch senden in den nächsten Monaten, die natürlich auch wichtig sind, dass dieser Aspekt mit berücksichtigt wird. Und wir auch natürlich schauen, dass natürlich jetzt nichts gemacht wird, was gegen unsere Ziele läuft. Auch das wäre, glaube ich, wichtig und daran halten wir natürlich nach wie vor fest. Dennoch bin ich immer jemand, der auch sehr technologieoffen gerne auch rangeht. Also ich bin auch jemand, der auch sagt, wir sollten jetzt nicht irgendwie versuchen, Technologie einzugrenzen, weil natürlich die nächsten Monate vielleicht auch sehr viel Geld natürlich auch verteilt wird und auch sehr viel Geld, auch sehr viele Programme auch bereitgestellt werden. Und diese Programme sollten dann auch wirklich immer sich an gewissen Kriterien, an Kennzahlen, an Effizienzfortschritten auch orientieren. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir da entsprechend dann auch relativ breit rangehen, dass der Marktwettbewerb dann entscheidet, welches die besten Technologien für die Zukunft sind. Wie gesagt, immer unter natürlich Beobachtung der Kriterien
und der Ziele, die wir uns für die Zukunft aufgeschrieben haben. Dann wäre es doch jetzt vielleicht die Gelegenheit, an Herrn Greichen zu übergeben. Ja. Der ein oder andere wird schon was vom Agora Booster gehört haben. Herr Greichen hat auch ein paar Folien dazu vorbereitet, in die er uns jetzt in Kürze einmal drüber führen wird. Und dann haben wir eine weitere Grundlage für Diskussionen, glaube ich. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, dass ich hier dabei sein kann. Wir werden alle, wir lernen alle, wie solche Formate funktionieren. Insofern freue ich mich jetzt hier auch nochmal auf diesem Wege ein paar Folien zu zeigen. Ich gebe dafür jetzt mal meinen Bildschirm frei und hoffe, dass das klappt. Und Sie müssten jetzt hoffentlich die Folie hier sehen. Das klappt, ja. Also, wir haben am Montag letzte Woche unseren Vorschlag für ein Wachstum- und Innovationsprogramm, Wachstum- und Konjunkturprogramm vorgelegt, zusammen mit den Kollegen von Agora Verkehrswende. Ich will nur kurz sozusagen schlaglichtartig ein bisschen dazu einführen für die Diskussion. Sie haben es ja gerade eben schon gesagt, Herr Seelos, die Aussichten, die uns die Wirtschaftsforscher sagen, ist, dass es in Deutschland etwa -6 bis -7% Wirtschaftsentwicklung sein wird. Auch in der Eurozone, die EU-Kommission erwartet sogar -7,7. Andere Länder hat es ja härter getroffen als uns. Und der IWF sagt, für die gesamte Welt liegen wir bei -3% und damit deutlich niedriger als bei der 2008-2009er Finanzkrise. Das heißt, der Internationale Währungsfonds sagt, das wird die schlimmste Wirtschaftskrise seit 1929/1930 fortfolgender. Und dann ist man bei der Frage, wie wird in der wirtschaftlichen Theorie eigentlich sozusagen geantwortet auf Wirtschaftskrisen? Das teilt sich ein in drei Phasen: Relief, Recovery und Reform. Die Relief-Phase ist die Bundesregierung ja auch im März dann sehr schnell angegangen hat, nämlich mit Liquiditätshilfen, Kurzarbeitergeld dafür sorgen, dass die Unternehmen jetzt nicht sozusagen reihenweise pleite gehen und dass die Menschen in Lohn und Brot bleiben. Recovery ist dann die Phase, die jetzt kommt, also mit einem Wachstum- und Konjunkturprogramm der Wirtschaft wieder auf die Beine helfen. Und die Reformphase ist im Prinzip die dann daran anschließt. Da wird immer Roosevelts New Deal als zentrale Idee in den Raum gestellt, aber natürlich auch andere Reformelemente. Wir haben unser Programm vorgelegt, weil wir fest davon überzeugt sind, dass Klimaneutralität ein zentrales Leitmotiv für dieses Wachstum- und Konjunkturprogramm sein muss. Aus dem schlichten Grund, dass wir ja uns zu Klimaneutralität 2050 bekannt haben. Die Europa insgesamt, auch Deutschland im Klimaschutzgesetz. Und unheimlich viel von dem, was man jetzt baut, hält bis 2050 oder sogar länger. Das heißt, wenn ich jetzt in so einem Wachstum- und Konjunkturprogramm einen neuen Hochofen hinstelle oder einen Steamcracker oder Investitionen in die Energiewirtschaft mache, das sind alles weit über die 2030er-Ziele hinausreichende Investitionen. Und wenn ich da jetzt in die falsche Richtung investiere, dann habe ich mir ein Problem geschaffen, das dann im Zweifel Fehlinvestitionen, Stranded Assets sind und damit der Keim für eine nächste Wirtschaftskrise darstellen. Wir haben deswegen vorgeschlagen, ein 100 Milliarden Euro Programm für Wachstum und Zukunft, das wir den doppelten Booster nennen, weil er zum einen die Wirtschaft aus der Wirtschaftskrise herausführt und zum anderen eben die Zukunft aufmacht und in die Zukunftstechnologien investiert in allen Sektoren. Ich will das jetzt hier nicht im Einzelnen erläutern, was wir da vorgeschlagen haben. Vielleicht nur drei Bemerkungen. Das eine ist, klassisch bei einem Konjunktur- und Wirtschaftsprogramm ist eine Stärkung der Kaufkraft. Das war 2008, 2009 die Anhebung des Kindergelds und die Absenkung des Grundfreibetrags in der Einkommensteuer. Das ist klassisch, dass man bei der Einkommensteuer was macht. Wir denken, dass es diesmal sinnvoll ist, beim Thema Strompreis ranzugehen. Denn unser Strompreis ist
im internationalen Vergleich zu hoch, das wissen wir alle. Und ich habe dann eben noch einen zweiten Effekt. Ich gebe den Leuten zum einen Kaufkraft und auch gerade den kleinen und mittelständischen Unternehmen die EEG-Umlage zahlen. Aber ich ändere damit auch wieder die Investitionsentscheidung, nämlich dann mache ich die Wärmepumpe und das Elektroauto und auch die Wasserstoffwirtschaft attraktiver, die im Moment darunter leiden, dass Strom zu teuer ist im Vergleich zu Öl und Gas. Dann für jeden einzelnen Sektor haben wir hier Vorschläge gemacht. Also es geht nicht darum, einen Sektor Geld zu geben und dem anderen nicht, sondern in jedem Sektor dafür zu sorgen, dass die modernen und Zukunftstechnologien Geld bekommen. Also in der Bauwirtschaft zum Beispiel Energiesprong, damit serielle energetische Sanierung vorankommt. In der Automobilwirtschaft vor allen Dingen Elektroautos, in der Industrie jetzt den grünen Stahl fördern, also solche Ideen. Und bei der Energiewirtschaft brauchen wir im Prinzip kein Geld aus dem Haushalt jetzt erstmal. Das sollte dann zur Senkung der EEG-Umlage dienen. Aber wir müssen natürlich beim EEG die Blockaden lösen, die da im Moment sind. Hier nochmal ein Bild, wie sich das Ganze einordnet. Also es gibt erst die Relief-Phase, die hat die Bundesregierung sehr erfolgreich gemacht. Kurzarbeitergeld, Soforthilfe, steuerliche Hilfen. Dann steht jetzt im Juni ja dieses Wachstum- und Konjunkturprogramm an mit den verschiedenen Elementen, wo es jeweils darum geht, in die Zukunft zu investieren. Und danach, 2021, 2022, schließt sich die Reformphase an, wo man sicherlich nochmal darüber reden muss, wie geht das mit der CO2-Bepreisung weiter, Stichwort Emissionshandel oder Ausdehnung des Emissionshandels, wie geht es weiter mit dem EU Green Deal und natürlich, welche Sektoren machen wir in den einzelnen Instrumente in den einzelnen Sektoren, die dann dazu passen. Fazit, das ist jetzt eine Riesenchance, weil es wird viel Geld ausgekehrt und das kann man in die richtige Richtung lenken. Aber es ist auch das Risiko, dass da ein Jahrhundertfehler ist. Wenn man jetzt nämlich nochmal in die alten Technologien investiert, dann stehen die da und locken einen ein in einer Welt, die eigentlich schon vorbei ist. Das als Input von meiner Seite. Ich freue mich auf die Diskussion. Ja, vielen Dank dafür, Herr Greichen. Genau, über die einzelnen Punkte wollen wir gleich diskutieren. Wir wollen aber natürlich jetzt Herrn Dohler auch in den Diskussionskreis aufnehmen. Herr Dohler, als Vorsitzender eines Energieversorgers, haben Sie einerseits das Glück, vielleicht nicht so heftig getroffen zu sein wie andere Branchen, wo die Produktion komplett zum Erliegen kam. Aber auch die Energiewirtschaft hat gewisse Einbrüche zu verzeichnen. Wenn Sie die Diskussion, die aktuell laufende Diskussion um künftige Konjunkturprogramme verfolgen, wo liegen aus Ihrer Sicht die Schwerpunkte? Was wären die Punkte, die Sie als Vorsitzender eines großen Energieunternehmens für sich fordern? Gut, es hat ein paar Aspekte, ein Teil davon ist schon genannt worden. Ich glaube, erstmal ist wichtig, im Eingang erstmal klar zu bekommen, dass das Thema Krisenbewältigung und Klimaschutz keine Gegensätze sind. Also teilweise hört man, wir müssen jetzt verschiedene Themen verschieben, verlängern, um Belastungen zu vermeiden. Das wäre, glaube ich, der komplett falsche Weg. Ich glaube, das geht sehr gut Hand in Hand. Ich denke mal, Klimaschutz kommt immer mit Innovation gemeinsam und Innovation steht auch immer für Wachstum. Also von daher sind das, glaube ich, genau die richtigen Impulse, die da zusammengehen. Und das Ganze vor dem Hintergrund Klimawandel, der uns mit Macht weiterhin bedrängen wird. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man diesen Gegensatz nicht zulässt, sondern sagt, die Programme, über die jetzt gesprochen wird, die kann man auch klug lenken, genau wie Herr Greichen das gerade gesagt hat. Das kann ich nur unterstützen und auch Herr Bareis hat das ja ähnlich gesagt, dass wir eben schauen müssen, dass wir das jetzt klug machen. Ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist das Thema Investitionen zulassen. Das ist einerseits für unsere Branche vielleicht nicht notwendig, große Gelder reinzugeben, das hat vorhin Herr Greichen auch schon gesagt, sondern zu sagen, das ist immer die Bremse lösen. Ich glaube, Investitionen sind ein ganz wesentlicher Hebel, tatsächlich nachhaltig das Thema Wachstum, nachhaltiges Wachstum, auch dann ökologisches Wachstum und auch wenn man sozial verantwortliches Handeln wirklich gut zusammenzubringen. Ich glaube nicht, dass Bonusprogramme fürs Haare schneiden das bringt, liegt vielleicht an meiner Frisur, aber ich glaube, Investitionen sind das beste Mittel. Ich könnte es gebrauchen. Ja, okay, fair enough. Da kommen wir von woanders her, aber bei mir ist das Haare schneiden nicht so ganz im Vordergrund.
Aber der Punkt ist dann eben dabei zu sagen, diese Investition, das ist ein nachhaltiges Mittel. Und wenn ich auch nochmal sagen kann, die Versorgerlandschaft in Deutschland ist ja sehr breit aufgestellt. Wir haben über 900 Versorger in ganz Deutschland, in der ganzen Fläche. Alle sind einigermaßen, glaube ich, moderat im Moment nur betroffen von der Krise. Alle wollen investieren, haben große Programme, vielleicht auch noch ergänzend, nicht nur in der Energie, sondern oft auch im Bereich Digitalisierung. Telekommunikationsnetze ist für uns ein sehr, sehr großes Thema. Wir wollen etwa 2 Milliarden in Glasfaser investieren. Ist auch ein Thema, das wollen wir tun. Die Mittel dazu haben wir. Wir hängen aber oft an Investitionshemmnissen. Also wir können nicht investieren. Wenn ich mir vorstelle, dass 900 Versorger flächendeckend tatsächlich eine Chance haben, das Programm, was sie gerne machen möchten, noch umzusetzen, indem Politik, wie das jetzt auch unter anderem die Koalitionspartner ja nochmal vereinbart haben, sagen, okay, wir lösen die Bremse, indem wir eben den Solardeckel wegnehmen, indem wir eben das Thema 1000 Meter Abstandsregelung jetzt neu aufstellen, also nicht vorgeben, sondern eher ein Opt-in dort ermöglichen, indem wir eben auch dafür sorgen, dass vielleicht Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. Dann kann tatsächlich relativ schnell investiert werden. Und ich glaube, das wird sehr nachhaltig auch einen Effekt in der ganzen Fläche bringen können, weil die Energiewirtschaft nun mal sehr flächig in ganz Deutschland aufgestellt ist. Themen, die uns richtig wehtun, wovor habe ich Angst, wenn Sie mich das fragen, ist ein Punkt die Frage, welche Belastungen kommen auf uns zu. Vielleicht nur ein Beispiel, dieses Moratorium, was jetzt für 3 Monate erstmal beschlossen wurde, dass wir also unseren Kunden einerseits Zahlungen für Strom und Gas stunden müssen. Wenn Sie das eben nachweisen können, dass Sie betroffen sind, ist erstmal, glaube ich, sozial richtig und verantwortlich, so zu handeln von Politik. Das kann ich nur unterstreichen. Aber das jetzt eben auf die Energieversorger abzuwälzen und sagen, wir dürfen Gas und Strom liefern, dürfen gleichzeitig Umlagen, Ablagen, Abgaben, Steuern bezahlen. Und wir wissen nicht, was nach 3 Monaten passiert, ob die Kunden dann zahlen. Das heißt, man nimmt uns das Geld weg und sogar der Staat nimmt das Geld, also nicht nur das Produkt selber, sondern auch die Umlagen und Abgaben, die dürfen wir an den Staat abführen. Der Kunde muss aber nicht zahlen. Wenn das flächendeckend und länger eintritt, dann nimmt man uns die Luft zum Atmen, respektive das Geld zu investieren. Also das ist total kontraproduktiv, uns damit quasi von dem Investieren, was wir alle wollen und eigentlich auch können, abzuhalten. Das sind also 2 Aspekte, also Investitionsbremse lösen und das Thema uns nicht jetzt plötzlich zum Zahlmeister für irgendwelche sozialen Themen anzuziehen. Die können dieses, glaube ich jedenfalls, von der ganzen Branche mögliche Investieren ziemlich ins Schleudern bringen. Das würde ich mir wünschen, dass das nicht passiert, sondern dass man die Kraft und die Flächenwirkung der Energieversorgung wirklich eher befördert, statt sie zu bremsen. Und da muss kein frisches Geld rein. Ich glaube, man muss nur das tun, was wir sowieso wollen und das möglich machen. Herr Bareis, wollen Sie vielleicht direkt darauf reagieren, auf diese 2 Punkte, bremsen, lösen? Das hat die Koalition ja gestern, wie Herr Dohler sagte, ein bisschen schon getan beim Solardeckel und beim Wind nach langem Streit. Aber er hat auch das Thema angesprochen, eben das Zahlungsmoratorium, also sozusagen dann die Unternehmen wieder zu belasten. Ja, ich will gerne da einhaken. Ich will einfach nochmal betonen, dass wir schon, glaube ich, jetzt in einer ganz neuen Situation sind. Und ich meine, ich will schon nochmal darstellen, dass wir für die nächsten Jahre schon natürlich uns da enorm viel an Schulden, an Programmen, die wir jetzt gerade erstellt haben, in Windenergie, die ja wichtig waren, um die Wirtschaft auch zu stützen, um die Beschäftigten zu stützen, um die Arbeitsplätze auch zu halten, dass die Programme die nächsten Monate noch, natürlich noch viel Geld kosten werden. Wie gesagt, ich hoffe, das habe ich ja vorhin beschrieben, dass wir es so gestalten können, dass das Geld, sage ich mal, sinnvoll angelegt ist und dass wir die Wirtschaft gut durch diese Krise bringen und dann natürlich wieder nach der Krise gut durchstarten können und natürlich dann auch wieder mit so wenig Verlusten wie möglich dann auch wieder dann auch unser Wirtschaftswachstum, unsere sage ich mal, Vollbeschäftigung, die wir hatten vor der Krise, wieder bekommen, sodass wir da auch wirklich dann das, was wir jetzt uns an Schulden, an Auflagen uns erarbeitet haben, auch dann Stück für Stück wieder dann zurücksetzen können. Ich glaube, dass das eine große Herausforderung sein wird. Wir haben derzeit Programme im Umfang von 1 Billion Euro aufgestellt. Das ist ein Drittel unserer Wirtschaftsleistung. Das heißt, da kommen in den nächsten Jahren natürlich nochmal riesige auch Summen auf uns zu. Und wir haben ja auch die Schuldenbremse haben wir ja gelöst. Wir hatten ja da auch im Bundestag relativ schnell eine Einigung gefunden. Und müssen wir in den nächsten 10, 15, 20 Jahren, je nachdem wie stark die Wirtschaft, dann diese Schulden zurückzahlen. Also wir haben derzeit keine nachhaltige Politik gemacht, um die Krise zu bewältigen, keine nachhaltige Politik gemacht im Bereich des Finanzwesens, im Bereich der Schulden und deshalb müssen wir relativ schnell auch wieder gegensteuern. Das ist mal das ganz große Bild und deshalb müssen wir aufpassen, dass wir einerseits uns nicht
weiterhin die Wettbewerbsfähigkeit noch verschlechtern, unsere Wirtschaft. Wir brauchen da auch für die nächsten Jahre eine starke Wirtschaft, die auch leistungsfähig bleibt und ist. Das muss unser Ziel sein. Deshalb müssen wir auch da schauen, dass wir immer auch im Blick haben, was in der Welt passiert. Und zweitens müssen wir, glaube ich, auch die Ziele, die wir uns vorgenommen haben, so bewerkstelligen, dass sie so effizient wie möglich auch dann umgesetzt werden. Also sprich, da müssen wir schauen, welche Instrumente brauchen wir, um eine effiziente Zielerreichung dann auch zu bewerkstelligen. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und drittens glaube ich, dass wir auch uns auch stärker Gedanken machen müssen, welche Ziele wollen wir uns vornehmen. Wir haben schon sehr ambitionierte Ziele in Deutschland, sind ja schon sehr, sehr weit fortgeschritten, 65% erneuerbare Energien. Wir haben auch große Ziele bis 2050. Und ich bin, ich sage jetzt auch mal ganz offen, auch etwas kritisch, was neue Ziele angeht. Man muss natürlich ganz klar sagen, wenn die Europäische Union ihre Klimaziele noch einmal verschärft, noch einmal auch dann noch mal mehr CO2 einsparen will, in dieser schwierigen Zeit heißt es natürlich auch automatisch, dass Deutschland auch noch mal überlegen muss, wie geht man damit um. Und nach dem heutigen Effort-Sharing-Modell heißt es für Deutschland automatisch natürlich noch einmal ein höheres CO2-Ziel. Und ich bin einfach sehr kritisch dem gegenüber dahingehend, weil wir einerseits ja in einem intensiven Prozess die letzten 2 Jahre uns jetzt mal überlegt haben, wie schafft man die Ziele, die wir heute schon haben. Ja, das war auch nicht ganz einfach. Wir haben uns nach langem Ringen auf Maßnahmen verständigt, wie wir die Ziele schaffen, die wir heute gestellt haben. Wenn wir jetzt die nächsten Monate mit neuen Zielen kommen, auch die für Deutschland nochmal eine Verschärfung bedeutet und dann automatisch noch einmal stärkere Maßnahmen auch ins Abverlangen, die auch im Zweifelsfall auch mal die Wirtschaft noch mal belasten können und die Menschen auch belasten können, tue ich mich sehr, sehr schwer, das auch den Menschen zu erklären. Deshalb brauchen wir da schon auch nochmal die Debatte in Deutschland über auch die Ziele und wie wir da entsprechend auch die nächsten Monate dann auch fortschreiten. Wie gesagt, ich bin Verfechter von ambitionierten Klimaschutzzielen, aber es halt immer dann auch in der Kette heißt, muss man dann durchdeklinieren, wie das dann vor Ort auch dann ankommt und ob wir diese Ziele gerade auch in der jetzigen schwierigen Phase dann auch wirklich erreichen können. Also wie gesagt, das ist eine Debatte, die wir führen müssen. Ich bin ja nicht abgeschlossen in meiner Meinung. Es gibt da ja auch unterschiedliche auch Meldungen aus der Regierung. Und ich unterstütze auch die Kanzlerin, die sagt, dass wir auch da in Deutschland auch Vorreiter bleiben müssen und auch bleiben wollen. Aber wir müssen auch dann fragen, wie verteilt sich denn auch die CO2-Belastung auf die Europäische Union, auf die Mitgliedstaaten. Auch das wird eine interessante Debatte dann auch in den nächsten Monaten und Jahren dann auch sein. Und da wird Deutschland eine große Rolle spielen müssen, weil wir im nächsten halben Jahr auch die Ratspräsidentschaft haben und wir auch deren Vorreiterrolle immer auch nochmal zum Ausdruck bringen wollen. Darüber hinaus gibt es ganz praktische Themen, die wir anpacken müssen. Ich sage, glaube, dass wir kurzfristig jetzt schauen müssen, wie wir die neuen Energiemengen, die wir brauchen, auch wirklich aufbauen, ausbauen. Es war wichtig, dass wir beim Thema PV-Deckel jetzt eine Einigung haben. Es war überfällig, dass wir da jetzt wirklich auch den PV-Deckel lösen, sodass auch die erneuerbaren Energien im Bereich PV und Solar Zuverlässigkeit, Lässigkeit haben. Und es war auch wichtig, dass wir jetzt im Bereich Windenergie auch da Klarheit haben, dass auch da vor Ort entschieden werden kann, wie soll der Abstand geregelt werden, damit auch die zukünftigen Ausbauraten beim Windenergie nicht daran scheitern, auf jeden Fall. Wir haben ja da schon die letzten 2, 3 Jahre schon einen schwachen Ausbau gehabt. Das liegt auch in anderen Problemen, die wir hatten im Bereich Windausbau. Aber wir hoffen, dass wir dadurch ein bisschen mehr Akzeptanz auch bekommen. Und mehr Akzeptanz heißt dann auch einen höheren Ausbau von Windenergie und auch einen schnelleren Ausbau von Windenergie. Und der Windenergie wird ja die nächsten Jahre mehr denn je auch gebraucht. Es gibt noch weitere Themen, die uns umtreiben. Ich sage mal, der EEG-Preis ist etwas, was über die nächsten Monate auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor ist. Deshalb gebe ich auch Herrn Greich ein Recht, dass wir hier wirklich aufpassen müssen und überlegen müssen, wie halten wir den EEG, die EEG-Umlage auch einigermaßen stabil für Wirtschaft und für die Menschen. Und auch da müssen wir Konzepte überlegen, wie wir auch da die nächsten 2, 3 Jahre ein System aufbauen, das es auch uns erlaubt, dass wir, wie gesagt, eine gewisse Stabilität des EEG, der EEG-Umlage auch haben. Und damit auch nicht nur, sage ich mal, für die Wirtschaft und Mittelstand Verlässlichkeit haben, auch, sage ich mal, auch eine Wettbewerbsfähigkeit, sodass wir auch die Thema Sektorkopplung und den Übertritt von Strom und Wärme, Mobilität und andere Anwendungen auch erlauben. Auch das ist ein wichtiger Teil der Energiewende. Und deshalb muss auch da schauen, dass wir den EEG-Umlage weiterhin beherrschbar halten. Auch das wird etwas sein, was uns nochmal intensiv beschäftigt. Und der dritte Punkt, den ich nennen will,
was auch eine langfristige, auch wichtige Sache für uns wird, ist das Thema der Wasserstoffstrategie. Hier sind wir mit großem Engagement dran, jetzt endlich auch in der Bundesregierung die Wasserstoffstrategie umzusetzen oder beziehungsweise einzubringen und dann aber auch abzustimmen und dann auch in die Umsetzung zu gehen. Ich finde das Thema Wasserstoff ist ein ganz, ganz wichtiges Zukunftsthema, das in allen Bereichen Wärme, Industrie, Energie, Mobilität eine große Rolle spielt und für Deutschland ein Schlüssel sein wird, wie wir die nächsten Jahre auch Technologien aufbauen und auch die Energiewende und Klimaschutz für uns auch ein Gewinnerthema wird, was unsere Maschinenbau, Anlagenbau, aber auch Mobilität, Energieversorgung und natürlich auch die Anwendung von Strom in allen Bereichen dann auch und die Energiesicherheit und sagen wir, auch die Frage von Transport und Frage von Speicherung auch beeinflussen wird. Und das ist ein Thema, das jetzt sehr, sehr schnell auch umgesetzt werden muss, damit wir hier dieses große Thema auch wirklich anpacken und das Hochlaufen im Wasserstoff auch dann funktioniert. Sie haben ja jetzt tatsächlich in den letzten Tagen auch bewiesen, dass Sie das mit dem Bremselösen hinkriegen. Es gab einige länger währende Konflikte, die Sie jetzt behoben haben, wie den Solardeckel, die Abstände bei Windrädern, digitale Genehmigungsverfahren werden auf den Weg gebracht. Gibt es da jetzt auch bald weißen Rauch bei der nationalen Wasserstrategie? Also da hat sie einen Punkt genannt, den habe ich vorhin vergessen, das ist das Thema einfache Verfahren bei Genehmigungen von erneuerbaren Energien, auch von anderen Investitionen. Das ist in der Corona-Krise jetzt einmal wichtig gewesen für uns, dass wir auch in der Frage der Genehmigung jetzt auch wirklich keine Verzögerung haben. Ja? Und ich hoffe, dass wir solche Krisen, Instrumente vielleicht auch retten können in die Nicht-Krisenzeit, sodass wir auch da vielleicht dann schnellere Genehmigungen finden, ohne dass wir den Einfluss der Menschen oder die Mitsprache der Menschen dann beeinflussen oder dass wir die zurückdrängen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wir wollen die Menschen weiterhin auch daran beteiligen. Sie müssen auch sich entsprechend auch einbringen. Sie müssen das Recht haben, da auch entsprechend dann sich zu Wort zu melden und dann auch entsprechend Dinge zu beeinflussen. Aber es darf keine Verzögerung geben von vielen Jahren. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und vielleicht kann die Digitalisierung da auch zu beitragen, dass wir hier auch wirklich Genehmigungszeiten auch wesentlich reduzieren. Beim Thema Wasserstoffstrategie hoffe ich schon von Woche zu Woche, dass weißer Rauch aufsteigt sozusagen und dass wir wirklich den Schritt voranbringen. Es gibt wirklich ein paar ideologische Fragen, die immer wieder aufkommen, die eigentlich, finde ich, nicht notwendig sind. Es ist beispielsweise klar, dass wir langfristig immer auf grünen Wasserstoff setzen. Grüner Wasserstoff macht auch nur Sinn, weil wir den Klimaschutz ganz, ganz vorderst anstellen beim Thema auch Wasserstoffstrategie. Allerdings macht es vielleicht Sinn in einer kurzen Phase auch des Überlaufs. Denn von einer zu anderen Technologien, dass wir einfach auch schnell auch Technologien auf den Markt bringen, auch Anwendungen auf den Markt bringen. Und in dieser Phase sollten wir auch ein Stück weit nochmal auf andere Wasserstoffarten setzen, die nochmal uns helfen, einfach diesen Übergang zu gestalten, sowohl technisch als aber auch wirtschaftlich. Und wenn das dann zum Endprodukt dann grüner Wasserstoff führt, wäre das für mich ein ganz, ganz großer Gewinn. Deshalb solche Debatten, finde ich, sind noch nicht notwendig. Und das Ziel ist bei allen das Gleiche, würde ich mal sagen. Beim Thema Wasserstoff hat Herr Dohler schon gezuckt und die Hand gehoben. Ich kann Ihnen sagen, dass wir auch vorhaben, einen eigenen Webtalk zum Thema Wasserstoff zu machen. Da gibt es sicherlich auch reichlich Diskussionen, aber Sie wollten dem etwas entgegnen. Oder ergänzen. Einen kurzen Punkt noch ergänzen. Also einmal, ich würde nochmal so eine industriepolitische Dimension reinbringen. Ja? Also jetzt haben wir vorhin gehört, das Beschleunigen vom Thema Windausbau als Beispiel. Wir haben noch eine Windindustrie in Deutschland, sowohl bei den Herstellern als auch natürlich in dem ganzen Geschäft drumherum. Da muss man aber jetzt wirklich konsequent sein. Also dieses Thema dafür zu sorgen, dass die Windbranche eben nicht abwandert, weil wir einen Fadenriss haben. Das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr wesentlich. Also bei auch den Konjunkturhilfen, die jetzt gemacht werden, die sollen nicht nur in Automobil und nochmal alte Industrien reingehen, sondern bitte nicht den Fehler der PV wiederholen, sondern eben zu schauen, dass wir eben auch die existierende Industrie hier stützen, also einen industriepolitischen Ansatz wählen. Wenn man das überträgt auf das Thema Wasserstoff, halte ich auch für ein sehr wichtiges Thema. Wir haben die Erneuerbaren hier, sicher werden wir immer im Portland bleiben. Wir haben Großspeicher hier. Wir haben große Nord-Süd-Transportkapazitäten im Gas von 75 Gigawatt im Vergleich zu gut 20 Gigawatt Nord-Süd auf der Stromseite. Das heißt, wir haben sehr viel Potenziale, den Wind von der Küste
oder eben auch Import, je nachdem, wo wir das mit dem Wasserstoff dann herbekommen, gut im Land zu verteilen. Wir haben sehr viele Grundvoraussetzungen. Auch das muss man, glaube ich, dann industriepolitisch angehen. Und das teile ich, was Herr Barreis gesagt hat. Ich glaube, da muss man eben am Anfang schauen, dass man schnell den Bedarf hochfährt, weil Wasserstoff ist keine neue Technologie, also keine Raketentechnik, wie vorhin auf dem Bild zu sehen, sondern die Komponenten sind alle verfügbar. Es geht um Skalierung. Und da können wir, glaube ich, dann sehr viel dran tun. Und da bin ich auch absolut dabei. Da sollte man am Anfang diese Skalierung in den Vordergrund stellen. Und dann komme ich letzter Punkt, auch zu dem Bild, was Herr Greichen vorhin zeigte, soll man das Thema Gasnetze, was lange wirkt, dann eben jetzt mit einer Bremse belegen. Gasnetze sind sehr leicht H2-ready zu machen. Also auch da, finde ich, können wir verhindern, dass wir verfehlte Investitionen machen. Das ist ein ganz anderes Thema, als ein neues Kohlekraftwerk zu bauen. Sondern Gasnetze und Investitionen in Gasinfrastruktur kann man heute schon sehr kompatibel, aufwärtskompatibel für das Thema Wasserstoff gestalten. Also von daher gibt das ein ziemlich rundes Bild. Aber nochmal Eingangsstatement. Der industriepolitische Aspekt, der geht mir leider manchmal verloren. Wir tun dann was und plötzlich sind die Chinesen da und machen es. Und das wäre schlecht. Herr Greichen dazu. Ja, also gerade das Thema Wasserstoff, ich meine, Sie machen einen eigenen Talk dazu. Aber ich will nochmal den Link auch machen zu dem Thema Green Deal und höhere Ziele. Weil wenn wir überall, wenn man reinguckt, sozusagen, heißt im Prinzip, wenn die EU ihr 2030-Ziel erhöht, heißt es, jetzt richtig in die Wasserstoffwirtschaft reingehen. Ja, dann, wenn ich so kann ich dann auch diese erhöhten 2030-Ziele darstellen. Und ich glaube, dass das genau der Link sein wird. Also ja, Europa bleibt Vorreiter und macht ein höheres Ziel und Deutschland ist dann natürlich dann mit dabei. Das heißt, dass wir jetzt richtig in die Wasserstoffwirtschaft reingehen, weil das ist dann der Hebel, um in der Industrie tatsächlich auch die nächsten Technologien hinzukriegen. Also die grüne Stahlproduktion geht ohne Wasserstoff nicht. In der Chemieindustrie braucht man jede Menge Wasserstoff. Und klar, dann werden wir auch über blauen Wasserstoff reden. Da bin ich sehr offen. Ich glaube nur, dass wenn, also dass so ein paar alte Zöpfe, so Wasserstoffautos, die Entscheidung ist, hat der Markt getroffen. Es gibt gar keine Anbieter mehr, die Wasserstoffautos. Mercedes hat sich gerade als letzter davon verabschiedet. Also sozusagen so eine Diskussion würde ich dann jetzt auch ein bisschen irgendwie sozusagen hinten anstellen. Es geht jetzt darum, diese Technologie hochzufahren. Wir werden so viel Bedarf an Wasserstoff haben in den anderen Sektoren, dass wir dann aber auch nicht mehr sozusagen so eine Diskussion rund um diese Wasserstoff-Auto-Geschichte, glaube ich, führen müssen. Da habe ich den Eindruck, hat sozusagen die Industrie die Entscheidung getroffen. Und da muss man dann jetzt das Thema Elektromobilität auch mit großem Werbe hochfahren. Ich glaube, da hat sich kurz Widerstand von Herrn Barreis geregt, wenn ich das gesehen habe. Wenn Sie da gerne nur kurz was zu sagen wollen, vielleicht auch zum Thema Wasserstoff im Wärmemarkt, das ist ja auch mal so ein bisschen umstritten. Also ich bin nur dem Herrn Greichen entschieden, wir sprechen mit dem Thema Wasserstoffanwendung in Mobilität. Das ist einfach falsch, was Sie gesagt haben. Es gibt viele Hersteller, die auf Wasserstoff sitzen. Kurzfristig sagen natürlich die deutschen Hersteller ganz klar, die Ziele, die wir uns aufgebürgert haben, werden kurzfristig nicht mit Brennstoffzellen zu gewährleisten sein. Es wird nicht gehen, weil natürlich da der Druck jetzt des Umstiegs so stark da ist, dass man relativ schnell Elektromobilität aufbauen muss. Aber in China, in anderen Ländern, in anderen Kontinenten wird sehr, sehr stark, sogar mehr derzeit an Brennstoffzelle gearbeitet wie an dem Thema Elektromobilität. Und ich hielt es für fatal. Ich hielt es wirklich auch für gefährlich, wenn wir als Automobilland Nummer 1, die ja gerade im größeren, großsegmentigen Autobereich, also in den Luxusmarken und in dem Bereich der Premiumfahrzeuge Marktführer sind in der Welt, in diesem Bereich, wenn wir dort, wo die Brennstoffzelle am besten zum Einsatz kommt, wenn wir sagen, wir werden nicht in den Bereich investieren, das finde ich total also irreführend. Also ich finde, ich weiß nicht genau, was der Grund ist, warum die Brennstoffzelle hier so verteufelt wird immer, aber wir sollten noch die Technik... Sie ist nur einfach teuer. Also es wird nicht verteufelt. Ich bin da völlig leidenschaftslos. Aber, ich sehe nur, wie also, die Batteriekosten sinken und denke mir, okay... Ja, die Batterien haben ja auch gewisse Vor- und Nachteile. Deshalb würde ich auch da einfach die Sachen abwägen. Ich würde auch die Brennstoffzelle nicht verloren geben. Also im Gegenteil, ich glaube, dass wir da dranbleiben sollten. Im LKW-Bereich wird das eine große Rolle spielen. Da wird es eine sehr, sehr große Rolle spielen. Da sind auch die Hersteller auch derzeit ja ganz konkret dran, auch jetzt Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Insofern würde ich sagen, wir sollten Technologie offen reingehen. Ich finde, dass Deutschland als Automobilland Nummer 1 in der Welt immer noch in vielen Bereichen
da wirklich alle Bereiche weiterhin auch in der Effizienzsteigerung und in der Frage der Saubertechnologien auch weiterhin auch weiter investieren sollten und auch den Unternehmen Chance geben sollten und nicht, wie gesagt, Einzeltechnologien vornherein ausschließen. Das fände ich fatal und wird auch langfristig gesehen und die Wirtschaft stand auch Deutschland schaden. Die Frage, wie die deutsche Automobilindustrie angeschoben wird, die wird uns ja auch noch in den nächsten Wochen beschäftigen. Anfang Juni wollen Sie Ergebnisse einer Arbeitsgruppe vorlegen. Sie haben gesagt, Sie sind immer für technologieoffene Lösungen und wir verstehen Ihre Fürrede für die Brennstoffzellentechnologie. Da ist sicherlich auch noch darüber zu diskutieren. Ich habe mal kurz in den Chat reingeguckt. Da gab es einige Fragen zum Thema Wasserstoff. Dem haben wir jetzt schon einen Teil der Diskussion dann auch zugesprochen. Aber es geht auch gibt es mehrere Fragen zum Thema EEG-Kosten, EEG-Umlage. Und das ist ja auch Kern des Vorschlags von Herrn Greichen. Der Vorschlag, der da im Raum steht, ist, die EEG-Umlage um 5 Cent abzusenken. Der Vorschlag kommt von Agora Energiewende. Herr Bareis, Herr Dohler, wie positionieren Sie sich dazu? Na gut, wenn ich anfangen darf, sind wir auch stumm. Okay, also ich finde tatsächlich die sehr hohe Belastung aus EEG, und wenn man sich das aktuelle EEG-Konto anschaut, dann ist das ja absehbar oder vorprogrammiert, dass es einen massiven Anstieg geben wird, wenn nichts passiert. Führt zu einer völligen, glaube ich, Schieflage bei der sinnvollen Nutzung von Strom im System, also im Sinne auch von Sektorenkopplung. Und ich finde, da muss dringend was passieren. Am Ende ja eine große Energiepreisreform wäre, oder eine Gesamtenergiepreisreform inklusive der ganzen CO2-Debatte wäre sinnvoll. Aber jetzt einen ersten Schritt mal zu machen im Sinne einer Entlastung des EEGs und das eben anders umverteilen, also keine Mehrkosten verursachen, sondern eine Umverteilung, um am Ende das Produkt, was von heute schon mit einem großen Teil sauberem Strom belegt ist, mehr in die Nutzung reinzubringen und damit auch einen Pull zu erzeugen, halte ich für absolut richtig und gut. Herr Bareis, gerne auch dazu. Und mich würde auch interessieren, wie sehen Sie das Thema Stromsteuer? Es wird ja auch immer wieder diskutiert, das auch noch abzusenken. Es sind auch noch mal 2 Cent, die man dann da sparen könnte auf dem Strompreis. Also generell habe ich ja vorhin gesagt, dass wir uns einig sind, dass wir beim Thema Strompreis einfach aufpassen müssen, dass wir keinen Anstieg bekommen, auch in der EEG-Umlage keinen Anstieg bekommen, weil wir natürlich dann gewisse Effekte haben, sowohl was die Wirtschaft angeht, was die Wettbewerbsfähigkeit angeht, als aber auch was die Frage von Sektorkopplung angeht, in der Frage also unserer energiepolitischen Zielsetzung. Der Greichen geht immer natürlich sehr sportlich und auch mit großen Zahlen ran, das ist zu bewundern, aber ich würde sagen, das ist auch meine Aufgabe. Genau, das waren Sie ja perfekt, das ist sehr gut. Glückwunsch dazu. Allerdings sagen wir, muss man als Politiker, der auch ein Stück weit vom Volk von allen gewählt werden will oder der sagen wir, auch eine Volkspartei darstellen will, muss man vielleicht etwas auch nochmal für und wieder abwägen. Man muss einfach sehen, dass 5 Cent, was ja zu begrüßen wäre vielleicht, wird natürlich heißen, dass auf den Haushalt, Bundeshaushalt 15 bis 20 Milliarden Euro zukommt. Und ich sage jetzt einfach Ihnen mal ganz offen, ich kämpfe gerade für mal 4 Milliarden Euro Einmalzahlung für eine Branche, die derzeit in der Corona-Krise so hart getroffen ist wie keine andere, nämlich die Reisebranche. Bei 4 Milliarden Euro sagt mir der Finanzminister, das geht nicht. Obwohl es vielleicht sogar bei 4 Milliarden Euro Bürgschaften für die Reisebranche vielleicht sogar ein Effekt entsteht, der die nächsten paar Jahre wieder dann auch zu Rückzahlung kommen würde. Also wenn schon bei 4 Milliarden Euro wie 100.000 Arbeitsplätze mal einfach in Frage stellen, ja, und jetzt mal so sportlich mal sagen, 15 Milliarden Euro können wir im nächsten Jahr jährlich dann mal zuerst mal ausgeben, um die EEG-Umlage zu senken, tue ich mich sehr, sehr schwer, das im Haushalt darzustellen derzeit. Insofern will ich einfach ein bisschen warnen vor den hohen Zahlen. Wir kommen die nächsten Jahre vor riesige Herausforderungen und deshalb werden wir nicht mehr die Mittel haben, die die letzten Jahre da waren. Also deshalb, der Wunsch ist da, sicherlich die EEG-Umlage und auch den Strompreis zu stabilisieren, aber so einfach wird es wahrscheinlich nicht werden. Deshalb wird es noch ein langes Ringen geben um Haushaltsmittel und die Frage auch, wie wir das auch entsprechend dann auch finanzieren. Ja, also es gibt natürlich da Umlageeffekte natürlich auch, aber wie gesagt, wir dürfen da auch nicht die Menschen, die in den nächsten Jahren auch einiges ertragen müssen, auch einiges an Einbußen ertragen müssen. Wir dürfen die Wirtschaft, die sehr, sehr stark unter Druck kommt, nicht zu sehr belasten, deshalb auch da immer Ziel und Maßen aus dem Auge verlieren. Aber ein Teil der Entlastung soll ja ab nächstem Jahr auch schon aus dem Brennstoffemissionshandel kommen, dessen Einnahmen ja zur Senkung der Umlage genutzt werden soll. Also perspektivisch
Das hat, glaube ich, ein Kollege auch schon mal gesagt, sollte dann, also Herr Feicht, die Umlage vielleicht auch auf Null sinken, dadurch, dass der Brennstoffemissionshandel eben so viel Einnahmen generiert. Ist das realistisch? Und jetzt gibt es ja auch schon wieder Forderungen von einzelnen Betrieben oder Verbänden, die sagen, naja, vielleicht sollten wir in der aktuellen Krise auf die Einführung eben dieses Instruments verzichten, weil das die Unternehmen belastet im nächsten Jahr. Also sicherlich ist es richtig, was der Frech gesagt hat, das haben wir ja auch schon beschlossen, dass ein Teil der Einnahmen aus den Brennstoffemissionen ja auch in diesem Bereich führt. Und es macht ja auch inhaltlich wahrscheinlich auch Sinn. Wir werden aber auch in den nächsten 2 Jahren erleben, dass der Mechanismus, der richtige System des ETS, ja auch so weit derzeit ja auch das Signal liefert, dass wir auch einen relativ geringen CO2-Preis haben. Der CO2-Preis ist derzeit bei 18, 19 Euro. Wenn ich es richtig weiß, noch vor einem Jahr war er, glaube ich, 25 bis 30 Euro. Das sind Effekte, die daraus entstehen, dass halt einfach weniger CO2 derzeit nachgefragt wird, was ja richtig ist, was gut ist. Ja, es ist auch gut, dass der CO2-Preis gerade runtergeht, weil dadurch gibt es ja auch kommunizierende Röhren. Und eine Wirtschaft, die schlecht läuft, hat dann auch einen günstigen CO2-Preis, weil es eben auch eine Luft zum Atmen gibt. Also insofern ist das ja alles einmal richtig. Und wir werden unser Ziel, CO2 einzusparen, trotzdem hier erreichen. Insofern ist ja das zeigt auch da wieder, der ETS ist ein geniales, gutes und richtiges Instrument, das zielführend ist, das auch das Ziel einhält und trotzdem auf aktuelle Lagen auch reagiert. Aber das heißt natürlich auch, dass die Einnahmen in dem Bereich auch reduziert werden. Und auch das wird dann wieder Effekte haben auf gewisse Haushaltsentscheidungen. Deshalb ist die Gesamtbetrachtung macht es in den nächsten Jahren nicht einfacher. Und deshalb sage ich einfach immer nur, dass wir immer auch sehen müssen, woher das Geld kommt und auch immer die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft ganz aus dem Blick verliert. Woher die Erlöse aus dem Brennstoffemissionshandel eben aus dem Non-ETS-Sektor kommen, also von da ist die Einbeziehung dieses Bereichs ja richtig. Und eben, ich finde auch, man sollte konsequent daran festhalten, weil damit schaffen wir eben A, Luft auf das Thema EEG, eine Entlastung zu bringen, ist ja ganz bewusst auch so entschieden worden. Und ich bekomme auch eine sinnvolle Lenkung. Es kann ja nicht sein, dass der Güterverkehr auf die Straße kommt mit Diesellaster, weil die unbelastet sind und umgekehrt die Bahn keine Güterverkehre bekommt, weil der Strom zu teuer ist. Also das ist ja nochmal vom Grundprinzip her richtig, weil da auch noch irgendwo die Lenkungswirkung nicht passt. Also diese Einführung dieser CO2-Bepreisung auf Non-ETS halte ich für absolut richtig und konsequent. Ich hätte mir sogar eine etwas steilere Rampe gewünscht. Also ich würde aus meiner Sicht zumindest eine klare Absage denen erteilen, die das jetzt irgendwie in Frage stellen. Wenn es denn eine Umverteilung gibt, und das ist ja genau der Wunsch, den die Politik auch so angelegt hat, zu sagen, was dort an Belastung kommt für eine Technologie, soll eben entlastend wirken auf die EEG-Umlage. Also am Ende wird es dem Kreislauf ja nicht entzogen. Gut, dann mit Blick auf die Uhr. Wir haben uns vorgenommen, dass wir eine Dreiviertelstunde diskutieren wollen und ich weiß nicht, welche Anschlusstermine Sie haben. Insofern möchte ich jetzt einfach dann die Gelegenheit nutzen, mich bei Ihnen zu bedanken für die Diskussion. Wir haben einige Punkte natürlich nur angeschnitten. Natürlich sind auch im Chat noch weitere Fragen aufgetaucht zum Thema EEG-Umlage, zum Thema Wasserstoff, zum Thema Mobilität. Wir konnten nicht alles jetzt beantworten in der Diskussionsrunde, aber immerhin kann ich sagen, dass wir genau zu den Themen auch weitere Web-Talks planen. Der nächste geht vielleicht in ein bisschen andere Richtung mit auch ein bisschen anderem Publikum. Da steht der Stromhandel in Corona-Zeiten auf der Agenda, heute in 14 Tagen. Aber wir freuen uns natürlich, wenn Sie dann wieder dabei sind. An unsere Diskutanten, vielen Dank, dass Sie bei unserem Erstlingswerk dabei waren. Ich hoffe, wir haben Ihnen nicht zu viele Hürden aufgebaut, daran teilzunehmen, dass es einigermaßen auch technisch geklappt hat. Wir bewegen uns da auch auf Neuland. Danke auch an meinen Kollegen Carsten Wiedemann im Büro. Die 100. Sendung dann, ja. Da wo sind wir dabei. Ja, Sie sind alle drei. Sind wir dann wieder dabei. Da sind Sie definitiv dabei und wir hoffen sich auch noch. Da muss ich Ziele setzen. Ich komme da mit dem Brennstoffzellenauto und da greife ich mit dem Elektroauto. Ja, das werden wir dann sehen. Ich freue mich drauf. Genau. Oder Brennstoffzellenfahrzeug, man weiß es nicht. Ja. Okay. Genau. Alles klar. Vielen Dank. Barreis, Herr Dola, Herr Greichen, vielen Dank für die Diskussion und wir freuen uns auch weiterhin mit Ihnen im Gespräch zu bleiben. Vielen Dank. Und danke auch allen fürs Zuhören. Dankeschön. Gute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.